Und wir sind wieder da. Und es wird langsam brenzlig in der Kammer der Schnecken. Wir haben einen schwer verwundeten Tommy, der uns aber zum Glück wieder hört. Und wir hören ihn, glaube ich, auch wieder. Perfekt. Sehr gut. Das heißt, wir machen direkt weiter, denn... Was hat er denn gewürfelt, der gute Tommy? Was passiert? Nichts, was uns was bringt. Ich liege einfach so im Schleim. Du hast aber noch Bennys. Du kannst einen Benny ausgeben, um sofort nicht mehr angeschlagen zu sein. Das sind die Rails. Wir haben diese Karten auch noch. Ich weiß nicht, was eure Karten machen. Ja. Das ist doch bestimmt jetzt ein Wildcard, dieser Schneckenlord. Das ist auf jeden Fall ein Wildcard hier, der Gute. Dann nochmal mit Benny weg. Tommy hat einen zusätzlichen Zug, den er machen kann. Und Hattrick konnte... Ja, meins war nicht so geil. Ich kann alle Statisten wiederbeleben. Ja. So, dann machen wir gleich volles Programm. Schnappi einsetzen. Alle Schnecktisten. Ja, hatte ich schon vor. Guter Witz. Man kann sehr viele Witze mit Schnecken machen. Ja. Dann ist als nächstes... Ich würde den Benny einsetzen. Sorry. Dann nehme ich ihn weg. So, dann stehe ich wieder. So, dann würde ich einmal die Fiole nehmen und die irgendwie an den Basilisken in seine Richtung halten. Guck, ob man da irgendwie drauf reagiert. Hast nicht den Eindruck, dass er drauf reagiert. Gut, dann würde ich meine Karte einsetzen. Dass ich dann nochmal reagieren kann. Ich würde das aber noch nicht als Aktion zählen. Also das ist jetzt keine Kampfhandlung gewesen. Noch eine normale Aktion machen. Achso, ja, dann würde ich einfach mal, das ist jetzt komplett random, würde ich mal ein Kamehameha benutzen und das auf einen Kristall anwenden. Ja, achso, du stehst ja wieder. Ja. Denk dran, es ist leider alles um 3 erschwert wegen deiner Verletztheit. Ja, das schauen wir mal, ob das, das so gut ist. Auf die Fiole hast du gesagt, oder auf was? Ja, auf den Kristall an der Wand. Ach so. Nee, das wird nichts. Kommt nur heiße Luft aus dem auf den Zauberstab. Ja, ist auch nicht so einfach. Nee. Shit. Ja, passiert leider nichts. Kommt leider kein Kamehameha raus. Dann bin ich jetzt dran, ne? Manchmal. Ja. Ich würde gern so 2 Sachen im Prinzip machen. Ich würde gern einen Schritt zu machen auf die Schnecke, die vor mir ist. Damit ich nämlich auch ein bisschen entferne von dem Schnecklisten, wenn er da weiter an der Wand lang schlängelt. Und dann würde ich Schnappi aus meiner Tasche holen. Weil Schnappi merkt ja auch, dass hier Action ist. Und Schnappi hat auch gerade gemerkt, dass so eine Schnecke mich angegriffen hat, ist deswegen voll im Verteidigungsmodus und wird die dann mit Schnappi dann so an diese Schnecke ranhalten, dass er mal ordentlich schnappen kann. Okay. Das kannst du machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Damage Schnappi macht. Der macht 2W4. Der ist sehr wütend. Sagen stimmt. Wir. Zähne. Ja, sagen wir 2W5. Ja, also 2W4. Ist es eine 4? Sehr gut. Also explodiert. Du kannst beide zusammenrechnen beim Schadenswurf. So, dann ist es 6. Ah, ja, dann sind es 6. Und Explosion. Geht das doch trotzdem? Ja. Okay, also dann ist es 6 und ich würfel nochmal den einen. Nochmal eine 4. Oha, dann ist es 10 und ich würfel den nochmal. Jetzt ist es eine 2. Also was? 12. 12. Oha. 12. Schnappi. Mega Schnapp. Schnappi frisst den einfach auf. Du kannst beschreiben, was Schnappi mit dem anstellt. Jedenfalls ist er danach nicht mehr derselbe. Ja, er den so links und rechts und pustet den auf den Boden. Ja. Und guck mich danach treu hoch an. Und sehr, sehr auch stolz. Okay, dann ist die Runde rum. Dann kann ich einmal wieder... die Aktionswürfel würfeln. Achso, ich bin aber einen Schritt in die Mitte gegangen, hatte ich noch gesagt. Achso, hier hin? Damit ich weg bin von dem, genau. Ja.
Es passiert Folgendes. Oh, pass auf, Oliver. Sie dreht sich zwei Schritte. Das habe ich jetzt nicht links eingerechnet. Und nicht nur das passiert. Über euch die Decke der Kammer rüttelt und ihr hört ein lautes, knarzendes Geräusch und plötzlich scheint sich diese Kammer zu öffnen nach oben hin, sodass ihr in den Himmel schauen könnt. In den von Wolken, mit dunklen Wolken bedeckten Himmel. Und in diesem Himmel, wenn ihr hochschaut, seht ihr es immer wieder blitzen. Und bei jedem Blitz seht ihr ein Gesicht in den Wolken. Ein fieses, verzerrtes Gesicht. Man sieht nur so die Umrisse, aber dieses Gesicht grinst herab und lacht in einem sehr, sehr tiefen Ton, der durch die ganze Kammer hallt. Wenn ihr jemals einen dunklen Lord sehen würdet, dann würdet ihr vermuten, sähe sein Gesicht in etwa so aus. Oh nein. Wie dunkel dieser Lord in den dunklen Wolken. Oh, Scheiße. Schon bald kehre ich nach Dorkbartsheim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist der, dessen Namen man nicht buchstabieren soll. Oh, buchstabieren zum Glück kann ich nicht so gut buchstabieren. Nicht buchstabieren soll, wie geil. Ja, scheinbar. Bei scheinbar mir nicht vergessen, ich krieg 2 Grad. Jo. Ach ja. Das sieht mir fast zu gut aus, ey. Double Ass. Oh. Ja. Du musst aber Glück haben. So. Ja, dann darfst du diesmal noch anfangen. Du hast es auch nötig. Ja, dann ja, würde ich sagen, wirklich direkt mal ein Aspirinikus auf mich selber. Mhm. Also, Verteidigung gegen die dunkle Künste. Das sieht doch schon mal besser aus. Eine 6 mit plus eine 5. Macht 11 plus 1 macht 12, minus 3 war das 9. Das war eine komplizierte Formel. Ein Erfolg 9. Und eine Steigerung, wenn ich richtig rechne, heilst du dann 2 Wunden, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin stand, dass das eine Steigerung das verbessert. Doch, das steht da bestimmt drin. Ich will es jetzt nicht nachlesen, okay. Aber so funktioniert Heilen normalerweise in Savage Worlds, ja. Der Spieler, der entscheidet das. Dann habe ich nur noch eine Wunde. Und ich muss mal ganz kurz hier aufs Board gucken. Sehe ich jetzt gerade nicht. Sekunde. Und da ist es wieder. Und dann würde ich tatsächlich an die Schnecke, die da direkt neben mir ist, fliegt. Wobei die ist auch durch eine Wand jetzt getrennt. Die ist durch eine Wand getrennt, genau. Und du hast ja gerade schon deine Aktion eingesetzt. Ja, ich würde sonst meine Karte eventuell noch benutzen. Das wäre jetzt meine Überlegung gewesen. Kannst du machen. Also wäre jetzt um 2 erschwert quasi, weil die hinter der Wand ist. Also auf der anderen Seite der Wand ist. Nee, ich glaube, dann atme ich durch. Okay, alles klar. Wer ist das als nächstes dran? Dann bin ich dran. Alles klar. Und ich spiele als erstes meine Karte die Rache. Spiele diese Karte. Kannst du das vielleicht nochmal umschalten? Dann kann ich das in größer sehen. Hä? Ach nee, ich musste das ausstellen. Es tut mir leid. Okay. Nein, ist egal. Dann ziehe ich mir das selbst groß. Ja, okay. Dann mache ich es mir selbst hier groß. Spiele diese Karte auf eine gegnerische Wildcard. Deine schadenverursachenden Angriffe gegen ihn erhalten einen Bonus von plus 2 für den Rest dieser Szene. Ja. Also plus 2 Schaden. Plus 2 Schaden, genau. So, und ich stehe ja zufälligerweise auch direkt davor und schmeiße nochmal einen meiner Tränke auf den guten Schnickilisten. Mhm. Der hat eine Parade von 5. 6. Explodiert. 8. Das heißt, ein extra Würfel, ne? Der hat eine von 5,
Nee, du hättest 9 gebraucht für die Steigerung bei ihm, weil er ja eine Parade von 5 hat. Ah ja, stimmt. dann sind es nur 2 W8er. Mhm. Das ist ja... Plus 2 natürlich. Der hat eine Robustheit von 8. Ich sag's direkt, wie es ist. 12 plus 2 sind 14. Ui. 14 minus 8 sind bekannterweise 6. Das heißt, er ist angeschlagen und nimmt eine Wunde. So, so sieht es nämlich aus. Ja, Oliver! Brennen, du ekliges Schneckenschleimmonster. Oh, du bist allerdings auch ziemlich nah an dieser Feuersäule drin. Also, es wird schon verdammt heiß für dich, aber die schießt so die Wand hoch und nimmt den ordentlich mit den Schneckilisten. Sorry, ich weiß nicht, immer nicht, was ich für eine Karte habe. Du hast eine 5, als nächstes ist Patrick dran. Also, ich würde jetzt nochmal versuchen, mein Cheep-Cheep zu wirken, weil ich da mal Bock habe, dass auch mal funktionieren tut. Mhm. Und zwar natürlich auf den Schneckilisten des Grauens. Würde ich... Warte, mal schauen, was habe ich hier? Ja, jetzt mit 2d6 jetzt mal locker flockig würfeln. Und eine 6. Explodiert. Ich würfel nochmal. Eine 5. Also 11. 11 in your face. Cheep, cheep! Das heißt, der klappt. Ich finde den Zauber nicht in der Liste, weil der wahrscheinlich nicht cheep, cheep in der Liste heißt. Wie Force heißt der sonst? Zwie verwandelt sich in einen Vogel und ist angeschlagen. Auch muss den er zeigt er mir hier irgendwie nicht an, aber... Ich muss nur wissen, wie viele Runden das gilt. Er muss erfolgreich eine Willenskraftprobe ablegen, um sich zurückzuverwandeln. Ah, okay. Aber erschwert um jeden Erfolg. Über der Steigerung. Ich habe ja... Ah, du hattest einen Erfolg. Einmal gesteigert, oder? Von 4 Ich glaube, du hattest eine Steigerung. Ja. Okay, er verwandelt sich... in einen... Hast du jetzt auch einen Vogel? Ich habe einen Geist. Immerhin. So, Lukas, oh. Er verwandelt sich in einen Vogel. Und fliegt ein bisschen umher, zwitschernd. Cheep, cheepen. Sehr gut. Das kommt davon, wenn du uns angreifst. Nimm das. Schöner Trick, Hattrick. Schöner Trick. Ja, der hat seine Lektionen gelernt für eine Runde oder zwei. Dann ist er angeschlagen, noch, Lukas, ne? Hast du noch die Gegner dran? Das gehört dazu zum Zauber, dass er angeschlagen ist ab jetzt. Ja, er ist eh angeschlagen gerade. Aber ja. Okay. Bin ich dran? Ja. Sehr gut. So, wir haben ja hier noch. Achso, erstmal der, den habe ich eben, glaube ich, ganz vergessen. Da müssen wir einmal schauen, ob der noch angeschlagen bleibt. Nee. Der ist nicht mehr angeschlagen, bewegt sich auf Hedrick zu und greift an. 5. Was ist deine Parade, Hedrick? Das sage ich dir, meine Parade ist souveräne 4. Sehr gut, dann trifft er dich und macht dir auch 5 Schaden. Was ist deine Robustheit? 6. Oh, dann kommt er nicht durch. Er schnappt nach dir. Aber du bleibst unversehrt. Try to harm me. Klappt nicht. Er hier fliegt über die Mauer und greift Tommy an. Hat eine 3. Tommy hat nur eine Parade von 2, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Yep. Und darum macht er dir... Oh, es tut mir leid. Er explodiert. 12 Schaden. Oh Gott, dieses Schlangen. Was hat eine Robustheit von 4. 4, also du bist angeschlagen und nimmst 2 Wunden, wenn ich... Ist das richtig? 12 minus 4, da bleiben 8 übrig, ja. Angeschlagen und 2 Wunden nimmst du. Aber wir haben wieder bei 3. Ja. Gut, dass du dich eben geheilt hast. So, und der Schneckilist darf eine Willenskraftprobe ablegen. Der hatte doch so viel Willenskraft irgendwie, ne?
Das kann nicht sein. Ich habe einen falschen Würfel. Der hier. Erschwert durch 1. Eine 6. Das ist ein Erschwert um 1. Eine 5. Mhm. Ist trotzdem ein Erfolg. Toll. Und ich würfel nochmal, ob er angeschlagen bleibt. Er bleibt musst diese Runde erst noch die Angeschlagenheit wegwürfeln, bevor du dich entzaubern kannst. Das ist aber der gleiche Wurf. Ja, okay. Also, mir ist egal. Ich kann auch nicht mehr angeschlagen und dafür noch ein Vogel sein. Ist ja auch egal. Nächste Runde musst du ja trotzdem dann nochmal eine Willenskraftprobe machen. Es kommt aufs Gleiche raus. Ja, okay. Oh, wir haben eine Reimstunde erhalten. Danke, Anonymous X. Danke, Anonymous X. Das freut uns. Okay. Geht's schon los? Das Timer startet. Willkommen zu dieser Stunde des Reims. Wir gehen jetzt weiter in die Kammer der Schneckenreins. Und das Finale wird grandios, denn hier ist ordentlich was los. Denn wer von euch ist noch an der Reihe? Ich glaube nur der Hattrick. Oder sogar noch zwei. Nee, keiner mehr. Keiner ich ziehe gerade schon die neuen Karten her. Okay, dann werde ich ein würfeln, was sich mit den Wänden der Kammer tut, während ihr euch in Ruhe ausruht. Ich darf eine neue Karte ziehen. Die war mir nicht gut gediehen. So. Tommy bekommt die Dame, denn er ist der Lahme. Oh. Autsch. Die Wände haben sich wieder gedreht. Und vielleicht hat auch einer gebläht. Ich sehe den Tommy vor mir liegen. Warum bist du denn so verschwiegen? Schade, dass die Fiene ist nicht hier, dann wären wir wenigstens 4. Ja. Ja, das wäre ein bisschen besser, so laufen wir ins offene Messer. Okay, Tommy, was möchtest du tun? Oder bist du nicht? Nee, Bube, Dame, König. Ass, Oliver ist. Let's go. Viel Spaß. Also, ich habe noch 4 Tränke hier. Deswegen überlege ich mir, einen davon loszuwerden und auf einen Gegner zu werfen. Damit die sterben. Damit die sterben, genau. Und zwar wähle ich den Schneckilist, denn der ist der Ober. Mist. Genau. Außerdem ist er auch gerade bei dir, ne? Insofern keine schlechte Wahl. Aber müsste der nicht wieder groß sein? Oder ist das ein Irrtum? Schwein. Er ist noch ein Vogel zur Zeit. Ist er noch? Glück gehabt. Sonst hätten wir ein Problem gehabt. Seht da eine 4. Das reicht mir. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin unsicher, wie ich es handhaben soll, dass er nun ein Vogel ist und nicht mehr ein riesiger Schneckengroll. Als Vogel hat er ja logischerweise weniger Leben, doch er kann ja nun auch nicht einfach in die Luft sich begeben. Wohl kann er schon, denn er ist ein Vogel. Wie lange gehen eigentlich 3 Minuten? Sage ich, während ich laut jodel. Ist vorbei, ist vorbei. Okay, danke für die Reimstunde. Ich hoffe, es war zu deiner Zufriedenheit umgesetzt. Ich würde sagen, ja, also, ja. Du triffst ihn auf jeden Fall, so, und würfel mal den Schaden aus. Ich würde sagen, er behält seine Robustheit und seine Parade einfach bei. Ja, von mir aus. Alles andere wäre ja Käse. Sehr gut. 5. Aber plus 2, weil ich ja noch meine Karte habe. Also 7. Das kommt nicht durch seine Robustheit durch.
Schweinerei. Da wäre es ja doch nur ein Vogel. Möchtest du Benny aussetzen, um es nochmal zu machen? Ja. Das möchte ich. Sieben plus zwei sind neun. Das wird dich jetzt freuen zu hören, denn du triffst ihn. Sehr gut. Und machst das ihn wieder angeschlagen. Sehr gut. Dann kann er ja diese Runde auch wieder nicht angreifen, weil er noch ein Vogel ist und angeschlagen. Naja, er kann ja beides versuchen wegzuwürfeln, aber... Ach so, stimmt. Er kann ja zweimal miteinander würfeln. Ich dachte, man kann nur eins pro Runde wegmachen. Naja, dann ist als nächstes Tommy dran. Genau, Tommy. Dann. Ach, was war das nochmal? Willenskraft? Genau. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Mir fällt gerade ein, ihr könnt natürlich, wenn ihr Wunden bekommt, auch ein Benny ausgeben, um Wunden wegzustecken mit einer Konstitutionsprobe. Mhm. Oh, ich würde, glaube ich, einen Benny ausgeben, damit ich wieder aufstehe. Mhm. Und dann würde ich es nochmal mit dem Aspirinikus auf mich selber versuchen. Ja. Gegenheilen. Mhm. So, das war Verteidigung. Kommt schon Würfel. Ohne 6. 4 macht 10, minus 3 macht 7, plus 1 macht 8. Nice. Ja, dann sind das wieder 2 Wunden weniger bei dir. Ich finde es übrigens gut, wir tracken das gar nicht mit den Herzen, aber ja, ist okay. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Ich mach mal hier. So. Okay, dann war das deine Aktion. Ja. Dann ist... Ich kann vielleicht Philipp dran, ne? Nee, der Spielleiter ist dran. Oh, Spielleiter. Na dann, wollen wir mal schauen. Okay, der bleibt angeschlagen, aber ich setze einen Benny ein, um es nochmal zu probieren. 5, nee. Er ist nicht mehr angeschlagen. Und gucken wir mal, ob er sich zurück verwandelt. Nein. Oh, warte mal. Doch. Der ist Wildcard, habe ich vergessen. Piu, piu. Jetzt kommen die fiesen Tricks hier. Er verwandelt sich wieder zurück und kracht zu Boden neben Oliver. Und er versucht, nach dir zu beißen. Sein riesiges Maul öffnet sich. Eine 5. Was ist deine Parade? 2. Okay, dann darf er jetzt würfeln mit dem hier und dem hier. Er macht dir 7 Schaden. Was ist deine Robustheit? 4. 4, dann bist du angeschlagen. Nee. Oh nee, du. Ach so, ich darf ja noch weitermachen. Hier, der verfolgt dich und geht auch nochmal drauf. Oh, das muss doch nicht sein. Eine 3. Sorry, ich habe vergessen, was deine Parade ist. 2. Okay, dann trifft er auch. Und macht dir... Das ist nicht dieser Würfel. 4 Damage. Ich habe auch deine Robustheit vergessen. 4. Dann nimmst du noch eine Wunde. Toll. Und der hier geht... Auf Hattrick. Kein Problem. 9. Ich schreibe mir das jetzt auf. Hattrick, was ist deine Parade? 4. Oha. Und deine Robustheit? 6. Okay, was habe ich gesagt, was ich gewürfelt habe? 9. Das muss eine 9 gewesen sein. Darum habe ich auch eine Steigerung. Das heißt, ich habe einen extra Würfel bei meinem Schadenswurf. Was darf ich denn jetzt alles würfeln? So, darf ich würfeln. 9 Damage, eine 6. Das heißt, du bist angeschlagen.
auch. Oh nee, was ist oh, los? Oh Gott, wir liegen alle schief. Oha. Nur fast nicht Tommy. Alle. Tommy hält den Banner, das der Banner steht hoch. Immer wieder auf. Aber jetzt bin ich nicht mehr dran. Das ist Zeit, die Taschenlampe einzusetzen. Genau. Ich bin nochmal dran, ne? Dran. Ja, wenn ich einen Benny einsetze, stehe ich wieder, ne? Genau. Ja, das mache ich mal. Mhm. Und ich glaube dann, so, ich bin der andere. Ich glaube, dann muss ich jetzt direkt nochmal Schnappi einsetzen. Das hilft nichts. Und zwar gegen den Typen, der jetzt vor mir steht. Mhm. Und Schnappi würfelt wieder mit 2. Aber du kannst eigentlich ihn ja nur einmal pro Sitzung einsetzen, ne? Wir haben doch unsere Rocky Balboa Session gehabt. Ach dass ja. Dass ich ihn zweimal benutzen darf. Stimmt. Das haben wir trainiert. Stimmt. Genau. Ist jetzt auch bitter nötig. Also ich würde ihn wieder so ranhalten als Rache an den Typen, der direkt vor mir ist und würfel jetzt mit 2 W6, W4. Es ist eine 4, das heißt, er explodiert. Ich würfel nochmal und es ist eine 2. Also es ist insgesamt eine 6. Aber achso, du hast, ja auch, ne? Darfst noch einwürfeln. Ja. Stimmt, der andere ist auch eine 2. Also es ist insgesamt eine 8. Eine 8 bedeutet, der ist angeschlagen. Er kriegt einen ordentlichen Biss ab und er strudelt so ein bisschen, schreit vor Schmerz. So klingt das, wenn die vor Schmerzen schreien, was weiß ich denn. Und er ist angeschlagen. Allerdings hat sich Schnappi einen Zahn ausgebissen und entspringt deinem Griff und flieht in eine Ecke der Kammer, wo du ihn nicht erreichen kannst. Macht nichts, Schnappi, du hast gut gekämpft. Vielleicht kannst du ihn mit deiner Karte wieder einsatzbereit machen. Vielleicht. Lars, du müsstest mir noch einen Benny wegnehmen. Sehr gut aufgepasst. Aber das fühlt sich gut an, dass ihr nur noch so wenig Bennys habt. Finde ich gar nicht eigentlich. Das ist mir zu niedrig. Danke. So, Bube. Und die zweite. Eine 3, dann kriegst du die 3. Ich darf ja auch noch würfeln. Das dreht sich wieder. Ach, ah. So. So weit. So wendet sich das Blatt. Mhm. So wendet es sich. Ich ja, habe eine Dame. Eben und noch. Neben. Warte, ich bin doch der mit den blonden Haaren, oder? Ja. Ich war doch eben noch neben dem Angeschlagenen. Wie kann der auf einmal so weit weg von mir sein? Tja, es drehen sich beide Kreise. Ja, aber ich bin doch mit dem auf dem inneren Kreis zusammen. Der fliegt. Der dreht sich nicht mit. Ah, ach so, ich habe mich weggedreht und er ist da geblieben. Verstehe. Aber er ist angeschlagen, er lag auf dem Boden, dachte ich. Okay, gutes Argument. Wo war der hier ungefähr? Der war genau vor mir, im Killing-Bereich war der. Den will ich jetzt setzen. Ja, okay. Sehr gut. Der ist zu Boden. Okay, also ich habe eine Dame, das heißt, ich kann anfangen. Mhm. Aber hier ist ja niemand mehr in der Nähe. Kurz erstmal aufstehen. Ach ja, ich muss sowieso erstmal versuchen aufzustehen. Aber ihr könnt, also ihr erreicht auf jeden Fall beide den Kristall hier. Den Kristall? Der hier an der Wand ist. Ach so, ja, ihr könnt den beide erreichen von da aus, wo ihr gerade seid. Mhm, okay. Aber wir wissen ja noch nicht, was wir mit dem machen können, ne? Ich habe mich freigewürfelt. Ich bin nicht mehr angeschlagen. Schwupp. Ich, in die Mitte kann man einfach so gehen oder ist das auch ein Zug? Nee, hier kannst du ohne Zug hingehen, wenn du willst. Okay, und dann versuche ich 2 Aktionen zu machen. Ich möchte in die Mitte gehen quasi und über die Wand klettern und dann danach eine Bombe schmeißen auf den anderen. Genau, ja. Der ist ja auf der Mauer, den müsst ihr dann ja auch mit
extra ja. Erschwernis erreichen eigentlich. Also erstmal Athletik, um über die Mauer zu kommen. Auch minus 2, ne? Ja. Nee, minus... Ja, minus 2, ja. Achso, ich habe auch noch eine Wunde, also minus 3. Oh, oh Gott! Oh nee, du. Das ist nichts. Du nimmst eine Stufe Erschöpfung, als du versuchst, über die Mauer zu klettern, aber leider rückwärts wieder runterfällst. Oliver, du musst dich konzentrieren. Das vierte Mal heute. Das vierte Mal. Gibt's doch nicht, ey. Oh Gott. Oh nein. Tja, das war's dann wohl. Wer ist als nächstes? Achso, du. Ich. Oh nee, well, ich wollte vorher dran sein. Well, well, well. So, der hier kommt wieder zu sich. Oh nee, du. Und flattert wieder in die Höhe. Und aber beißt nach Hedrick. Oh, den wollte ich doch töten. 4. Hedrick hat eine 4, das heißt, er trifft. Und Schaden. Oh, der explodiert. Oh, der explodiert nochmal. 23 Schaden. Minus 6 sind 17. 17 durch 4. 4, 8, 12, 16. Du bist angeschlagen und nimmst 4 Wunden. Das heißt, du wärst ausgeschaltet. Du kannst einen Benny ausgeben, um versuchen, Wunden wegzustecken, wenn du möchtest. Ja, möchte ich. Okay. Ich glaube, Doc Bartz muss ohne uns weiter auskommen. Alter, was ist das für ein Typ? So ist das Leben. Lag er noch am Boden, jetzt steht er auf und geht voll in Peace-Modus. Du musst eine Konstitutionsprobe ablegen. Pro Erfolg und Steigerung steckst du eine Wunde weg. Das heißt, ich muss jetzt auf was würfeln? Auf Konstitution. Was auch immer du da hast. Konstitution 6. Ich würfel jetzt mit 2W6. Ja. Und das ist eine 4. Das ist ein Erfolg. Das heißt, du kriegst nur noch 3 Wunden statt 4. Das heißt, du bist angeschlagen und hast 3 Wunden. Perfekt. Der hier fliegt mal eher in die andere Richtung. So. Und der Schneckilist bewegt sich weiter. Bis hier. Oha, okay. Ihr seid, also wer auch immer jetzt an der Reihe ist, ist an der Reihe. Der wird direkt, glaube ich, dran. Ja, ich möchte mich wieder hochrappeln. Da muss ich auf Konstitution würfeln, ne? Willenskraft. Willenskraft. 2W6 würfel ich da. Und es ist... Minus 3, weil du 3 Wunden hast. Es ist eine 5. Das klappt leider nicht. Minus 3 oder plus schon? Also... Nee, es ist insgesamt eine 6. Also hier steht eine 6 und eine 5 und da muss ich ja noch Minus rechnen. Ja. Oh nee! Ihr hört ihn so entfernt hinter den Mauern so ein bisschen röcheln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der arme Hedrick. Oh, mir geht's. Vielleicht können wir seine Leiche dann wenigstens zu dem anderen Riesen vors Tor tragen. Ja, bitte. Gute Unterhaltung auf jeden Fall. ja. Ja, das war wohl nix. Das war wohl ein Satz mit X. Dann ist noch Tommy dran. Ich kann ja, durch die vielen Wände ist ja eh wahrscheinlich dann jetzt umschwert um 384 wahrscheinlich, wenn ich Hedrick heilen würde. Ja, das, genau, das 2, 4 um 6 erschwert. Ja gut, das können wir schon mal komplett vergessen. Dann richte ich mein Augenmerk nochmal auf den Kristall. Mhm. Kann ich ihn erreichen? Ja. Hallo, dann würde ich. Dann würde ich mich jetzt nochmal. Da möchte ich ganz, ganz tief in mich gehen und nochmal ein Kamehameha zaubern auf diesen Kristall. Mhm. Du schaffst es. Ganz, ganz stark konzentriert. Du musst eine 5 erreichen, sage ich dir hiermit. Offiziell. Kamehameha-Fuck. Kamehameha-Fuck. Oh nee! Warte, dann. Aber du hast doch noch deine Karte. Ja, ich überlege gerade. Ja, ich probiere es nochmal. Ich gebe meine Karte ein und mache noch einen Zug und probiere das einfach direkt nochmal. Alles klar.
Armee. Komm schon, komm schon. Oh, das ist eine 6. Sehr gut. Plus 1. Nice. Minus die Wunde bin ich dann bei 6. Wer weiß, alles was klar. überhaupt passiert, aber. Du schießt das auf den Kristall und der Kristall zerspringt in seine Einzelteile. Und als das passiert, schreien alle Schnecken kollektiv kurz auf. Und dieses blaue Leuchten flackert so. Und du hast das Gefühl, als würde die Decke sich ein kleines Stück wieder schließen. Sehr gut, so schaffen wir es. Röchelig vom Boden. So schaffen wir es. Ja, gut, die Karte hat sich doch gelohnt. Ohne. Ja, ach so, dann darf ich wieder 1. Ah, sehr gut, du drehst dich weg vom Basilisten. Schneckelisten. So irgendwie. Wie sieht's aus? Ich darf anfangen. Und ich möchte gerne wieder versuchen, eine Mehrfachaktion zu machen. Erstmal. Ach nee, ich bin nicht mehr angeschlagen. Nee. Und zwar kann ich über die Wand rechts jetzt rüberklettern und dann nach unten gehen, in einem Zug quasi. Rüberklettern und. So? Nee, nach in die andere Richtung. Hier und dann nach unten gehen. Ja. Und von da aus dann theoretisch den werfen. Genau, also dieses hier ist eine freie Bewegung. Das heißt, Okay. Das ist eine Aktion und das Werfen ist dann von hier aus eine Aktion. Okay, dann möchte ich das gerne machen. Also erstmal so versuchen, darüber zu klettern. Ne? Ja, 3, weil ich ja noch die Wunde habe. Aber. Da kann ja gar nichts schief gehen. Mal sehen, vielleicht schaffe ich ja diesmal keinen kritischen Misserfolg. Das wäre schon mal ein Anfang. 2 Vieren. Yes! Reicht aber nicht. Deswegen setze ich meinen Benny ein. Ich muss das schaffen. You can do it. Oh. Der Benny-Bulle. Nee. Oh, was hast du? Oh. 4 und 1. Nee. Oh. Wir sind am Ende. Hat nicht geklappt. Komm, Leute, ich gebe euch allen einen Benny, weil ihr bis hierhin so gut durchgehalten habt. Da ist ja schon ein Weihnachten. Mitleids-Benny, den nehme ich gerne und setze ich auch direkt ein. Jetzt, aber neue Kraft, weil wir schon ich muss ja mindestens eine Explosion haben, weil ich brauche ja mindestens eine bei -3 eine 7. Tja, 3 und 2. Die Wand ist zu hoch. Ja, ich sollte es aufhören zu versuchen zu klettern. Da sind aber auch verdammt viele Wände. Ich habe schon länger nicht mehr die Zahl gewürfelt, wo sich diese Wände hier wieder einfahren. Okay. Dann ist der Spielleiter als nächstes dran. Spielleiter, das klingt nach mir. Der Schneckilist. Oh, der ist nicht so bewegungsfreudig, der geht nur nach hier. Und der hier fliegt weiter in Richtung zu Oliver und macht einen kleinen Angriff auf ihn. Das ist eine 3. Nee. Oliver hat, wie wir alle wissen, 2 Parade. 2 Parade und wie viel Robustheit? 4. Ja. Jetzt habe ich es auch mal aufgeschrieben. Und er greift dich an, beißt nach dir und macht keinen Schaden. Ach, sehr gut. Bin gleich wieder da. Und ihr fliegt auch dahin. Eine Runde, eine Schonfristrunde gebe ich euch noch. So. Okay, ihr seid dran. Wer ist denn zuerst dran? Wir haben beide eine 4, oder? Ja, mach du. Dann sucht euch aus. Ja, ich würde versuchen, wieder nicht mehr angeschlagen zu sein. Willenskraft 2W6. Ab geht die. Ich würde auch sagen, da ihr ja keine Statisten dabei habt, könnt ihr deine Karte auch auf einen von euch anwenden, wenn ihr wollt. Das ist ja, dass jemand nicht mehr angeschlagen ist, oder? Ja, ich glaube, alle sind nicht mehr angeschlagen. Das wäre natürlich ein bisschen heftig dann.
Musst du sagen, wie du das werden Ich würde sagen, ihr könnt die auch einsetzen, um eine angeschlagene Person nicht mehr angeschlagen zu machen. Okay, nicht mehr angeschlagen. Okay. Ja. Aber ich habe jetzt eh eine 5 gewürfelt, das heißt, das ja. passt ja. Oh Gott, ich fühle mich nicht so gut. Kann ich jetzt dazu noch was anderes machen? Ja, du kannst jetzt nochmal handeln. Bloß, dass du natürlich alles um 3 erschwert hast, weil du keine Leben hast. Und ich krieg meine Wunden auch nicht weg. Mit dem Benny oder so. Nee, leider nicht. Also außer du hast heilen und kannst dich heilen. Nee. Ich würde jetzt auch gerne eigentlich den Kristall bei mir kaputt machen, aber ich habe da keinen richtigen Angriff für, außer normaler Angriff. Ich könnte da reinboxen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so effektiv. Na, kannst du keine Druckwelle oder sowas? Nee. Das wäre ein Wurf auf Kämpfen. Ja, ich versuche das mal, weil ich ja gesehen habe, wie schön das gerade funktioniert hat. Schleppe ich mich zu dem Kristall und mache einfach mal normalo kämpfen. Mhm. Um dem schön einmal meine dicke Faust rein zu boxen. Normalo kämpfen ist Geschicklichkeit. Habe ich eine 4 leider nur. Kann ich auch auf Stärke würfeln? Nee, du musst schon auf normale Kämpfe würfeln. Okay. Was auch immer du da drin hast. Mit 4 leider. Dann würfel ich mit einem 4er, mit einem 6er. Genau. Oh, der 6er explodiert. Oh, dann nochmal eine 3. Insgesamt eine 9. Bam! Boxe ich mit der Kraft der Verzweiflung in diesen Kristall. Oh, das bedeutet, du darfst jetzt mit folgenden Würfeln den Schaden auswürfeln. Dein Stärkewürfel, einem W4 und einem W6. Das kann eigentlich gar nicht schief gehen. Stärkewürfel ist auch 6. Also 2 Sechser und 4er. Das ist 5 plus 3. Und jetzt nochmal der 4er hinterher. Plus 3. Also 11. Okay. Bam! Beschreibe. Scheiß Schnecken. Genau. Zerhaust das Ding. Ihr habt mich ganz schön wütend gemacht. Es flackert und ihr hört die Fratze aus dem Gesicht. Was soll das? Hört sofort auf damit. Das ist nicht mehr so sehr zu lachen. Niemals, du dunkler blöder Lord. Wir sind vom Notfallkomitee. Wir schützen Doc Bart. Wir sind Erstklässler. Wir sind erstklassige Erstklässler. Oh. Und Hattrick sollte mal in die Box-AG gehen. Auf sie, meine Diener! Vernichtet sie! Vernichtet sie! Von Mighty Ray, da habe ich gelernt. Ja. Sehr gut. Ja, dann springe ich direkt über mein nächstes Hindernis. Mhm. Hui. Das war Geschicklichkeit oder was? Athletik. Och nö. Wie immer alle versuchen, hier Geschicklichkeitswürfe anzudrehen. Der explodiert. 7 minus die 1, 6. Ui. Wolltest du eine Mehrfachaktion machen? Nee, du wolltest nur ja. rüber. Doch, ja. Ich möchte gerne nämlich dann direkt nochmal meine Kräfte sammeln und direkt mit dem nächsten Kamehameha in den Kristall schießen. Das ist dann um 3 erschwert. Uiuiui. Ui. Kommt schon, Würfel. Nein. Konnte sie Kräfte nicht sammeln. Passiert leider nicht. Schade, schade, schade. Wer ist als nächstes an der Reihe? Das war's. Das war's. Okay. Dann. Das war nur Schönes, eine kleine ich muss Drehung. In den Stream gehen, um zu gucken, welche Karte ich habe. Ja, das ist. Kann's größer machen, aber. Also, ich habe einen Buben, darf damit wieder mal anfangen. Ach, in den Stream bei Twitch gehst du? Ja.
Next Level Professionality. Ja. Kannst du nochmal das andere zeigen? Warum macht ihr nicht, erzieht ihr nicht mal einen Joker, dann kriegt ihr alle Bennies. Ja, ich hoffe da auch die ganze Zeit drauf. Ja. Weiß ich, krieg ja schon zwei Karten, aber nichts passiert. Ja. Ich stehe ja jetzt schon direkt richtig, quasi. Muss ich ja gar keine Doppelaktion machen. Oder, ja, die kriegt alle auf. Doch, aber ich glaube, ich gehe lieber auf den Schnecki. Oder ich mache eine Doppelaktion und werf zwei Brandbomben auf den Schnecki-List und auf das andere Ding. Ja, aber wenn du den Kristall tötest und Tommy auch gleich einen Kristall tötet, haben wir gewonnen, vielleicht. Meinst du, der Schnecki-List geht weg, wenn die Kristalle weg sind? Der hat keine Lust mehr. Wird weggehen als Schnecki-List. Okay, dann mache ich das eher auf den Kristall. Ich schmeiß eine Bombe auf den... Du gehst ran, ne? Oder? Ja. Ja. Ein Burn, Baby Burn auf den Kristall. Mhm. Oh, der explodiert. Ja. Ich habe eine Doppelaktion gemacht. 7. Okay, dann das heißt, kannst ich du den darf Schaden auswürfeln. 2 W8 an. 8. 8 Schaden? Jo. Okay. Jawohl. Der ist zerstört. Und der Schnecki-List schafft es aber gerade so, sich drumrum zu schlängeln um diese Feuersäule. Selbstverständlich. Dann ist Tommy als nächstes dran. Ja, dann selbes Spiel. Alle Kräfte sammeln. Komm schon. Oh, 6. Ja. Oh, die 4 ist auch. Moment, halt. Machen wir erstmal die 4. 4, 6. Mathe. 10 minus 1, 9. Alter, du würfelst aber auch krass. Aber du musst. Ja. Haben wir das bisher aber nicht so gemacht, dass du danach den Schaden ausgewürfelt hast, irgendwie, ne? Irgendwas haben wir, glaube ich, falsch gemacht. Egal. Eigentlich ist das ja nur der Wurf, ob du triffst. Ja, stimmt. Ja, du musst das. Ja, das ich haben kann wir hier nochmal 2. Ja, ich kann hier nochmal 2 wie 6 würfeln. Genau, 2W6 oder bei einer Steigerung 3D6. Ja, stimmt, dann kommt nur ja noch einer dazu, ne? Aber 9. Ja, genau. So, dann sind wir bei 4, 8 und 3, macht dann 11. 11. Alles klar. Ja, bäm, Alter, Rundumschlag. Hau ihn weg. Einmal 3 Kristalle weggenutzt. Ihr habt auch diesen Kristall zerstört. Das ist gut. Das blaue Leuchten hört komplett auf. Und alle Schnecken fangen an, wieder laut zu zischen und scheinbar sich langsam nach und nach aufzulösen. Der Schneckerich, der Schneckilist, wälzt sich vor Schmerzen hin und her und kriecht dann in so ein Rohr zurück, aus dem er gekommen ist. Und der dunkle Lord schreit aus dem Himmel: Nein, ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Eines Tages komme ich nach Dorkbats und ich hab mir eure Gesichter gemerkt. Ich werde euch wiedererkennen und ihr werdet nicht glauben, dass ich mir Böses überlege für euch in meiner Zeit, die ich mir jetzt doch nehme. Und bis zum nächsten Mal. Und das Gesicht wird so kleiner. Tschüss. Und verschwindet in den Wolken. Und komm nur. Wir haben uns auch dein Gesicht gemerkt. Ja. Oh, dich besser nicht. Nochmal her. Leg dich nicht nochmal mit uns an. Das war kein Problem für uns. Und ich spuck mit dem Blut. Wir sind Tumblesnors Armee. Der Geheimclub. Wer ist das überhaupt? Geheimkomitee Armee. Ja. Tumblesnor? Es schließt sich wieder die Decke. Wir haben gesiegt. Freunde, gut. Was für ein Kampf. Ich würde auf jeden Fall erstmal mich direkt zu Hedrick begeben und dann Aspirinikus auf ihn zaubern. Mhm. Weil der sieht gar nicht gut aus. Ja, wir können uns ja in der Mitte treffen bei diesem Empor-Ding da, bei diesem, was war das? Ja. Du hast auch immer Mitte. Noch die Fiole, oder? Die Fiole habe ich noch, ja. Danke für den Aspirinikus. Yeah. Oh, zack ist er. Ah, warte, ich muss den ja mal erstmal zaubern. Moment.
Sekunde. So, 6, der explodiert. Ja, 1. Oh, das fühlt sich gut an. 8. Das heißt, 2 weg. Plopp. Yeah. Mega. Plopp. Oh, ich fühle mich schon viel besser. So, ich würde... Sind jetzt alle Schnecken weg, oder? Die Schnecken, ein paar sind noch da, aber so die paar, die übrig geblieben sind, die kriechen auch in dieses dunkle Rohr quasi zurück. Und ja, wie gesagt, also dieses blaue Leuchten hat komplett aufgehört. Ich würde mal einen Blick auf die Fiole werfen. Leuchtet die noch? Die leuchtet noch, ja. Das war ein ganz schön anstrengender Kampf, muss ich nochmal sagen. Freunde, ich hatte fast Angst, dass wir sterben. Also, da war nicht viel dabei und so. Das war knapp. Das war schon bis zum Ende eine spannende Angelegenheit hier, muss ich auch sagen. Richtig. Aber wir haben es geschafft. Wenn wir 4 gewesen, wäre es wahrscheinlich einfacher. Ja. Da hätten aber die waren doch zu viert. Gleichzeitig wegräumen können. Und wir waren doch zu viert. Und ich zeige auf Schnappi. Na, Schnappi, so auch gut gemacht. Lukas, kann ich meine Karte einsetzen, dass Schnappi wieder theoretisch einsatzbereit ist und jetzt erstmal zurück in meinen Mantel kommt? Ja, kannst du machen. Geil. Ja, dann setze ich meine Karte ein und Schnappi springt wieder in meinen Mantel. Mhm. Oh, dein Zahn tut dir bestimmt weh, aber das hast du gut gemacht. Wollen wir mal nach oben und gucken, ob da die Schnecken auch weggehen oder wollt ihr hier unten bleiben? Ob uns hier erstmal nochmal kurz umgucken wollen. Ob es hier irgendwas ist, was wir noch nicht gesehen haben, außer Rohre, in die wir wahrscheinlich auch gar nicht reinpassen. Ihr scheint alles gesehen zu haben dort. Ja. Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Aber vorsichtig bei der Tür, nicht, dass die Axt kommt. Ja, echt. Stimmt. Und diese riesigen Nacktschnecken, mal sehen, ob die auch wieder kommen. Lars, nimmst du meine Karte weg? Ich hab die eingesetzt. Achso, ja. Öffnet sich vorsichtig die Tür in den anderen Raum und ihr seht, dass durch die Feuersäule der Arm mit der Axt vom restlichen Skelett abgefallen ist und so ein bisschen auf dem Boden rumliegt. Ihr merkt aber auch, dass der Schneckenschleim anfängt, so im Boden zu versinken. Mit so ein bisschen blubbernd. Ja, ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben Dogbats gerettet. Da können wir ganz schön stolz auf uns sein. Ja, dann würde ich sagen. Ich aber auch. Das muss mindestens 20 Punkte für jeden von uns geben. Ja, das war schon nicht schlecht bis hierhin. Ihr habt aber noch ein Mysterium zu lösen. Wie wir wieder zurückkommen? Ja, also erstmal gehen wir jetzt alle mit stolz geschwellter Brust diesen Weg zurück und paddeln uns wieder übers Meer. Tommy, mach mal einen Wahrnehmungswurf, bitte. Oh, Wahrnehmung. Das Wahrnehmung. 6 plus 2. Muss ja erstmal wenn ich hab. Die 4 plus 2 macht 6, minus 1 macht 5. Das ist ein Erfolg. Du hast das Gefühl, ihr steht in diesem Raum. Und du hast das Gefühl, ihr seid irgendwie nicht nur zu dritt in diesem Raum. Da ist noch eine weitere Präsenz, die du spürst. Und du hast das Gefühl, dass diese Präsenz irgendwie von der Fiole ausgeht. Ich würde den anderen beiden signalisieren, dass wir mal kurz anhalten sollten. Okay. Und würde die Fiole rausholen und würde sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ist mit dieser Fiole hier los. Soll ich nochmal dran lecken? Wieso, was hast du denn für ein Gefühl? Was könnte damit los sein? Ich guck die anderen beiden einmal kurz an und schmeiß die Fiole auf den Boden. Oh Gott. Du schmeißt die Fiole auf den Boden und es pufft so eine große Rauchwolke auf und dahinter steht plötzlich ein großer alter Zauberer mit blauem Zauberhut und der guckt sich so um. Was ist passiert? Wo bin ich und wer seid ihr? Wir haben sie gerettet. Wir sind das Notfallkomitee von Fresh Tumblesnore.
Oh, das trifft sich sehr gut. Ich bin Albus Fresh Tumblesnore, Schulleiter von Dorkwarts. Ja, ich eines Tages, als ich Zigaretten gehen war, da hat mich jemand angetippt, auf die Schulter getippt, habe ich mich umgedreht und plötzlich war alles schwarz und jetzt bin ich plötzlich hier, keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank habt ihr mich gerettet. Ja, das war der dunkle Lord bestimmt. Wir haben sie gerade von dem gerettet. Wir sind die neuen Erstklässler. Ach, das ist hier normal in Dorkbarts. Das machen immer die Erstklässler, lösen immer alle Probleme. Sehr, sehr gut. Das habt ihr gut gemacht. Verratet mir doch, meine Kinder, in welchen Häusern ihr seid. Haus Slytherin. 50 Punkte für Slytherin. Raufklaue. 50 Punkte für Raufklaue. Ja. Ja, ich auch. Raufklaue. Du auch? Raufklaue. Nochmal 50 Punkte für Raufklaue. Total unfair, aber scheiß drauf. Also, yeah, let it rain. Ja. Also da war jetzt eigentlich noch jemand dabei, die musste jetzt aber zwischendurch weg, die ist also auch bei Slytherin. Die war ja nur die Hälfte. Nochmal 50 Punkte für Slytherin. Ja, ich stand auch dabei was und der geht auch für Raufklaue, sage ich und halt ihm Schnappi hin. Und Kessel war auch dabei. Ihr bekommt einiges an Punkte und geleitet Tumblesnore mit eurem Boot zurück nach Dorkbarts, wo ihr auf die sehr aufgeregte Professorin McMonagall trifft, die euch eure Punkte sofort wieder abzieht, weil ihr gegen so viele Regeln verstoßen habt. Das ist ja absolut unglaublich. Und ihr habt das Abenteuer gelöst und Dorkbarts zumindest vor der Kammer der Schnecken gerettet. Aber der dunkle Lord ist noch irgendwo da draußen und wird vielleicht eines Tages wieder zurückkehren. Gut gemacht. Yay! We did it. Ich habe kurz gedacht, dass wir heute ein Total Party Kill erleben werden. Ja, ja, ich bin knapp. Auch fast davon ausgegangen. Es war richtig knapp, Alter. Aber du hattest uns dann ja nochmal extra Bennys gegeben. Die haben die anderen beiden ja gar nicht eingesetzt. Also. Stimmt. Boah, da ist man mal großzügig als Spielleiter und dann sowas. Oh, aber es sah eine Zeit lang echt nicht so gut aus. Ja, die kleinen Schnecken waren auch ziemlich zäh. Beziehungsweise ich hatte auch keinen Angriffszauber. Das hat sich als nicht so schlau herausgestellt. Ja, wie gesagt, gut, dass ich noch diesen Explosionstrank dabei hatte. Ja, der hat uns so heftig gerettet. Ja. Wirklich. Also, du die ganze Zeit. Wie so ein Quick-One-Walkthrough. Aber egal. Ja, aber das ist ja dann halt der Vorteil vom Brauen, ne? Wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit dem Trankbrauen, dann hast du halt irgendwie einen halben Tag Sachen gesammelt und so für umsonst und hättest halt auch nichts davon wirken können. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gut gemacht. Cooles Setting. Das fand ich auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank auch an die Community, die auf Discord gestern und vorgestern noch ein bisschen Input gegeben hat und damit den Vorraum zur Kammer der Schnecken, den Raum des Wächters sozusagen, den ich heute Morgen noch schnell eingebaut habe. Und was soll ich noch sagen? Übrigens auch danke an meine private Pen-and-Paper-Runde, weil da ist ja Dorkbarts überhaupt entstanden und ganz viele Begriffe und Ideen kommen tatsächlich auch daher. Das ist alles gar nicht unbedingt nur meine Idee. Genau, der Discord-Link ist im Chat, aber ich vermute mal, ihr seid alle schon bei Discord. Falls nicht, fühlt euch angesprochen. Rein da. Es wurde ein paar Mal gefragt, ob das Dorkbarts-Regelwerk veröffentlicht wird und ich bin da gerade dran. Also es wird irgendwann werdet ihr da die Möglichkeit haben, ranzukommen. Demnächst. Aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen drüber gehen und noch mal alles schwerer machen. Kann ja nicht sein, dass ihr das Ende geschafft habt. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch in das Setting stoßen. Wenn ihr Dorkbarts auch cool fandet, dann lasst uns das gerne wissen. Dann können wir schauen, ob wir noch mal weitere Staffeln in diesem verrückten Zauberschulen-Setting machen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Oh, und was ganz wichtig ist, wir haben ein viel tolles Programm. Montag spielen Lars und ich It Takes Two live hier auf Twitch. Und wir werden mal schauen, wie das läuft.
Und wir haben nächste Woche und übernächste Woche jeweils Sonntag ab 19 Uhr unser Crossover mit dem YouTube-Kanal Vorzocker, wo wir das Abenteuer namens The Dead Killer spielen werden. Es geht vom Setting her an eine Universität in Italien. Es ist ein Austauschsemester und irgendwas an dieser Universität stimmt nicht. Wie der Titel vielleicht schon erahnen lassen könnte, wird es da nicht mit rechten Dingen zugehen. Und ja, es werden ein paar von den Vorzockern mitspielen und es werden ein paar von uns mitspielen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und ich würde es auch nice finden, wenn ihr nächsten Sonntag vorbeischaut und einschaltet. Die Vorzocker sind übrigens jetzt gerade live bei YouTube und machen ihre 10-Jahre-Party. Also wenn ihr jetzt nach unserem Stream nichts mehr vorhabt, könnt ihr direkt rübergehen und mal sagen, dass ihr von Brooks Live kommt. Genau, das wäre nice, wenn ihr das gleich macht. Ja, das wäre ganz cool. Die freuen sich bestimmt, wenn da mal ein paar Leute einschalten bei deren 10-Jahres-Party, damit die da nicht so alleine sind. Und danke an meine Mitspieler, Philipp, Lars und Kevin. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Sehr gut angestellt. Ach, übrigens, genau, Samas schreibt es, das 100-Follower-Special steht auch an. Wenn ihr in unseren Discord kommt, da gibt es so diese schöne Eventliste, wo ihr alles seht, was geplant ist, und das ist noch gar nicht alles, was geplant ist. Wir haben nur noch gar nicht alles angekündigt. Halleluja, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Samstagabend euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Nikoski.